Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen. So, wir sollen heute den Stab der Khazra finden und ich gucke aber vorher mal eben, ob ich irgendwas gefunden habe. Oh ja, das bringt mir schon mal ein bisschen mehr Stärke. Und ja, die sind auch besser. So, die beiden schon mal da rein. Nee, der Ring bringt mir nichts. Aber dafür verkaufe ich jetzt den Rest. Ich habe geschuftet wie ein Irrer. Und das damit tut natürlich meinem Gold dann auch gut. Wenn ich das verkaufe. Weil wenn ich mein Gold ansehe, ich hatte mal, ja, knapp 10 Millionen. Und ja. Ist doch arg geschrumpft. So, wir müssen zur Hochlandkreuzung. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt. Und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Okay, dann gehen wir mal über die Brücke und schauen mal, ob wir auf der anderen Seite irgendwo den Stab der Khazra finden. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Im Moment finde ich eigentlich nur jede Menge Mobs und ich bin Stufe 17, jawoll. Eben. Nee, das lassen wir auf. Gebrüll macht nämlich Feuerschaden. Wann gibt es den denn ab Stufe 20? Okay, das sind noch 3 Level. Da komme ich im Moment nicht rein. Ich muss mal eben gucken, dass ich hier nach Möglichkeit. Mein Zorn reicht okay, dafür nicht aus. Natürlich. Weil ich hätte eigentlich zusehen müssen, dass ich den Typen, der hier auf diese Trommel getrommelt hat, ganz schnell kaputt kriege, weil durch das Trommeln werden nämlich noch mehr von den Khazra gerufen. Und das hätte jetzt die Sache unnötig erschwert. Ich benötige mehr Zorn. Noch nicht bereit. Da liegt noch ein bisschen Gold. Nur Geduld. Was war das denn für ein Objekt, wo ich gerade vorstand? Noch nicht bereit. Oh.
Da muss ich doch gleich mal eben schauen. Ich nehme auch den letzten Frosch. Nö. Doch, da ist nur... Noch nicht. Da ist irgendeine Höhle und ein Dungeon. Aber da will ich wohl nicht rein. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Was ist das denn? Das Museum? Hm. Oh, ein geliebter Mob. Nur Geduld. Nicht genug Zorn. Und leider hat er nichts Legendäres droppen lassen. Ich habe das jetzt zwar schon gesehen, wo ich hin muss, aber ich gehe jetzt trotzdem mal eben in dieses Museum rein. Vielleicht finde ich hier ja was Schönes. Schauen wir mal. Ja, bis jetzt ist hier nichts Besonderes, was ich mir eigentlich schenken könnte. Noch nicht bereit. Ich benötige mehr Zorn. Nur Geduld. Ein bisschen Gold bekommen, ein paar blaue Teile, gelbe Sachen glaube ich nicht. Ich muss mal eben den Kreis hier schließen. Und kommen da ja immer mehr Mobs. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. So. Kommen durchs Fenster noch so ein paar. Die gehe ich immer ganz gerne, wenn ich auf solche Dungeons drin bin. Wo es dann nach oben geht und da so ein paar Fenster sind, dann gehe ich meistens ganz gerne noch mal ans Fenster ran. Auch wenn unsere Gegner stark sind. Okay, hier sind übrigens noch ein paar Elite. Ich benötige mehr Zorn. Ja, aber da war auch nichts Vernünftiges mit bei. Ach, komm. Vergiss die eine
eine Kugel da. Die ist jetzt auch nicht so wild. Nö, da ist mal definitiv nichts bei gewesen bis jetzt, also hat sich nicht wirklich gelohnt, bis jetzt zumindest. Nicht genug Zorn. Ich benötige mehr Zorn. Konzentriert euch, ihr Nadeln! Genug Zorn. Noch nicht. Noch nicht bereit. So. Jetzt haben wir auch das letzte Möppchen kaputt gehauen. Aber es droppt einfach nichts Gescheites. Nö. Da ist auch nichts. Nur irgendwie blaue und weiße Items, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen langweilig, oder? Oh, da war wieder ein... Ja, genau. Da ist wieder ein... Noch nicht. Elite-Mob bei. Ich fühle mich besser. Aber selbst der hat nichts fallen lassen. Oh Mann, das ist so... Das ist so frustrierend. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich hatte mehr erwartet. Ja, so ein blaues Schild. Ich meine, ja, ist ja schön, aber... Was Legendäres wäre mir lieber. Ja, wer sagt es denn? Einmal ein bisschen meckern, da kommt dann schon was Legendäres. Ich hoffe, das Teil lohnt sich für mich. Würde ich sagen, ne? Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal.
So, da ist schon mal der Ausgang. Dann gehen wir nämlich noch mal eben so diese anderen Richtungen hier ab. Aber ihr seht, es können also durchaus auch aus Truhen legendäre Items kommen. Deswegen ist es eigentlich immer von Vorteil, eigentlich alles, was man öffnen kann, in diesem Spiel auch zu öffnen. Beziehungsweise kann es immer von Vorteil sein, auch eventuell Sachen, die man zerstören kann, in diesem Spiel zu zerstören. Muss ich mal eben gucken. Da bin ich überall schon gewesen, also müsste ich jetzt nur noch dahin. Gut. Weil auch aus zerstörbaren Gegenständen können durchaus legendäre Items droppen. Aber hier war nichts mehr. Gut. Dann gehen wir jetzt raus. Beziehungsweise ich werde jetzt hier rausgehen und dann suchen wir den Stab der Khazra in der nächsten Folge von Diablo 3 Reaper of Souls. Und bis dahin sage ich ciao, habt ein schönes Wochenende und bye bye.